Mahlzeit, Leute. Erstmal eine heiße Zitrone. Und dann möchte ich mir mal eine richtig coole taktische Einkaufstasche vorstellen. Und dazu holen wir euch jetzt mal ein bisschen näher. Letztens war ich auf dem Markt einkaufen und habe so viel Zeug eingekauft, dass ich mit meinem 30-Liter-Rucksack schon an die Grenzen gestoßen bin, von dem, was ich eigentlich alles mitnehmen und einkaufen wollte. Nur vom Gewicht her hätte ich es dann lieber auf zwei Taschen verteilt, wenn ich langsam Angst hatte, dass mir hier dass ich irgendwo schon den Naht reiß, so schwer war das. Und dann habe ich gedacht, so eine Einkaufstasche dazu wäre nicht schlecht. Aber ich hasse diese Plastiktüten und meistens habe ich immer irgendwelche von diesen Stofftragetaschen noch rumfahren, aber ich finde selten Steine, wenn ich eine brauche. Darum habe ich jetzt hier gesehen, da gibt es natürlich auch, ist ja auch total uncool, in so einer Jute statt Plastiktasche rumzurennen. Ne? Das ist ja absolut untaktisch, das ist ja absolut das No-Go. Aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt, denn die Firma Tasmanian Tiger liefert da Abhilfe, und zwar mit der Tasmanian Tiger Shopping Bag. Coole Tasche, hat 22 Liter Volumen. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Von der Messung her kann man die nämlich ziemlich klein zusammenrollen und fühlt hier in dieser kleinen Seitentasche, sage ich mal, ja, zwei Drittel fühlt sie aus. Aber der verliert man zwar natürlich ein bisschen Staubraum im Rucksack, aber dafür gewinnt man gigantisch viel, gigantische 22 Liter, wenn man die dabei hat, oder nicht? So, dann machen wir mal weg, die 30 Liter hier. Oh, schon okay. Oh, dann hier pfeift schon der erste Herbststurm über den Schwarzwald. So, dann gucken wir mal. Dann machen wir ein bisschen weiter weg, wie die Größe ist. Die schreiben zwar von Kaki, aber ich finde, die ist eher in einem Oliv gehalten und ausgeklappt. Da wird die jetzt gar nicht hier drauf passen. Wir machen wieder weg mit dem Ding. Ist das so ein Riesenteil. Von den Abmessungen her ist die 46 auf 32 auf 11 cm und hat ein Volumen von 22 Liter. Cool sind die Tragebänder, gehen einmal rundherum. Na, ihr seht, die Bänder sind an einem Stück, gehen hier runter, sind hier unten durchgängig vernäht und auf der anderen Seite wieder hoch. Das heißt, wenn man die noch nicht voll lädt, ist das ganze Gewicht nicht einfach nur hier oben drauf, sondern verteilt sich auch schön nach unten. Hat hier vorne noch mal eine Tasche, wirklich auch groß. Und hat wirklich ein enormes Volumen. Könnt mir gut vorstellen, für die Buschkrafter unter euch, im Wald unterwegs, Feuerholz sammeln, da kannst du wirklich schon die großen Brocken mitnehmen und einsammeln. Ne? Aber ne, auch jetzt taktisch auf dem Gemüsemarkt. Ne? Geile Riesentasche. Innen beschichtet, ne, hier so irgend so ein Tasmanian Tiger typisches Gewebe, ist kein Cordura, ist irgend so was anderes, unaussprechliche synthetische Faser, steht nicht einmal hier drauf, scheint aber innen ein bisschen beschichtet zu sein, sollte also auch einige Zeit wasserabweisend sein. Coole Sache, gefällt mir super. Keine Plastiktüten mehr und keine Rennerei nach diesen alten Stofftaschen, die es im Supermarkt immer gibt, weil die bleibt jetzt einfach im Rucksack. Und dann hat man im Notfall beim Einkaufen oder sonst wo einfach noch eine weitere Transportkapazität. Lässt sich natürlich auch schön zusammenrollen. Griffe da rein. Zweimal umklappen, dreimal. Ganz enge Wurst oder nochmal so. Hat vielleicht jetzt ein bisschen mehr Volumen, für, sagen wir so von der Fläche her, von nur, naja, ein bisschen mehr wie eine CD vielleicht. Also 15 auf 15 cm auf gequetscht vielleicht 6, 8 cm, also kann man doch irgendwo gut unterbringen. Und ist eine zusätzliche coole Transportkapazität, finde ich. Mit 22 Liter war das jetzt mal hier kurz die
Tasmanian Tiger. Ach, da steht das Material. P.Textrem 6.6. Was immer das auch bedeuten mag. Weiß ich nicht. Die Maße, Modell. Coole Einkaufstasche. Dürft ihr bloß nicht eurer Freundin oder Frau mitgeben, weil 22 Liter Volumen, da kann man ganz schön mit shoppen gehen. Das könnte teuer werden. Also immer schön verstecken. Ne? Also, ich trinke jetzt hier noch meinen Tee fertig. Übrigens, die gibt es bei im Tagwerk. Kostet 9,95 Euro, 9,90 Euro, 10er. Ist es mir wert gewesen. Für eine coole Tasche. Also, haltet eure Taschen bereit. Wir sehen uns wieder bei YouTube. Ciao.